Der Alltag ist heutzutage vor allem eines: hektisch. Ein Hauptfaktor sind dabei die Smartphones, die ein Entspannen gar nicht erst zulassen. Ob Facebook, Instagram oder Quizduell, die ständige Nutzung unterwegs wird schnell zur Sucht. Und diese Sucht sollte ernst genommen werden, wie Professor Kurt Fellöcker, Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Suchtberatung und Prävention auf der FH St. Pölten, erklärt. Denkbar ist es, dass man die Abhängigkeit subjektiv vom Smartphone genauso dramatisch erlebt wie die Abhängigkeit von Alkohol und Nikotin. Zwar bestehe auch für Erwachsene ein gewisses Suchtpotenzial. Allerdings muss man sagen, dass das Smartphone halt ganz bestimmte Seiten von Jugendlichen anspricht. Also da, wo es um soziale Netzwerke geht, wo es ums Gebrauchtwerden geht, wo man das Gefühl hat, man muss dabei sein. Andererseits kann man die positiven Aspekte von sozialen Netzwerken, vor allem im ländlichen Bereich, nicht von der Hand weisen. Insgesamt scheinen mir also alle neuen Technologien, nicht nur die Smartphones, eher dazu zu führen, dass in Regionen, wo das schwieriger ist, aus geografischen Gründen soziale Kontakte zu etablieren, dass sich da positiv etwas tut. Wie bei allen Dingen auf der Welt gilt also schlussendlich, die Dosis macht das Gift.